Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Don't Starve Together. Sechs Verrückte im Wald oder der Steppe oder was auch immer. Mit Judah drin, Mina, I4, ich natz dich und Bayerwald. Hallo. 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 Hallöchen. Ich glaube, Andrina hat heute nicht so seinen Höhepunkt. Was? Der ist noch fertig vom Hearthstone-Match. Mach mal einer Feuer an. Oh mein Gott, das wird jetzt schon Feuer an. Ja, Hearthstone war hart, ne, Bayerwald, das war ganz hart. Eine Bitchnut gefunden. Das Lustige ist, der liebe Krümel hat ja das Video aufgenommen, hat es dann in die Playlist hochgeladen, hat es allerdings nicht als privat, sondern als nicht gelistet drin gehabt, sodass man das Video angucken konnte. Oh, ich habe auch nicht gesehen. Ich hab's dann auch geliked. Aufnahme irgendwie bereden oder so? Nein, das ist, gehört alles dazu, das gehört dazu. Ja, gerade hier was mit dem Spiel zu tun. Ist irgendjemand von euch schon durch das Wurmloch gereist? Ja, ich bin da schon durchgewurmt. Und? Wo kommt man denn da hin? Gibt's da was Wieso zu essen? Wieso sieht dieses Wurmloch aus wie eine Rosette, wenn es geschlossen ist? Weil es lustig ist. Weil es Don't Starve ist? Das ist Don't Starve. Wir brauchen eine Bird Trap. Bird Trap, da. Oh, Bayer. So. Tralali, tralala. Ja, was bauen wir jetzt eigentlich? Bauen, das wäre eine Idee. Zu überlegen, was zu machen wollen ist. Warum wir sollten echt mal einen Plan aufstellen, was wir eigentlich machen. Ja. Ja, ich würde dir erstmal sagen, dass wir hier da mal so aus Stein so einen Wall bauen. Ich finde, wir müssen erstmal Essen ankarren. Ich weiß nicht, wer außer mir ist noch kurz vorm Verhungern? Ja. Ich habe noch 11% Punkte, wie man das nennen will. Also ich bin gleich weg. Kacke rum. Kacke oh, nice. Gefunden. Ja, wo? Du kannst ja oben die Bären düngen. Wo war das? Sind, glaube ich, noch nicht gedüngt. Die wachsen noch nicht nach. Nee, die müssen noch gedüngt werden, die Bären, auf alle Fälle. Haben wir Kacke? Achso, du meintest jemand an. Achso, du meinst gar nicht mich. Alex hat welche gefunden, oder? Ja, hier oben sind auch ganz viele Büffel. Und irgendwelche, die aussehen wie Büffel. Aber denk dran, wenn die einen roten Poppes haben, besser wegbleiben. Ja, ich sehe schon! Übrigens, es wird in den nächsten paar Minuten Nacht, nur mal so zur Info, zur Allgemeinen. Ich bin durchs Wurmloch. Ach, schön. Mal ein bisschen aufräumen. Die Viecher aggro, ey. Diese männlichen Schreie. Oh, es wird ja sehr, sehr Oh, ich hab schon Magen. Ich hab schon Magenschmerzen, weil Hunger. Ich hab mal Ratatouille. Ratatouille hast du? Ratatouille. Lecker. Hast du da eins für mich vielleicht übrig? Irgendwas. Sind denn hier alle beschissenen Kisten voll oder was? Hab ich denn nicht noch... Andrina, warum? Mein Gartenzwerg mal rein. Ja, bin ich scheu. Den kannst du auch so hinstellen. Warte. Den kann ich hier nicht hinstellen, den kann ich höchstens droppen. Oh, vielen Dank. Ja, es ist doch dann dunkel. Es wird dunkel. Mach mal nochmal ein Ratatouille. Ah, danke schön. Wow, Feuer. Hei. Fiese Viecher. Also da drin kocht ein Ratatouille, wer noch eins will. Oh ja, ja, ich bin bei 2%. Nachdem Andrina den letzten angezündet hat. Ja, das hat er gut gemacht. Ja. Was passiert halt manchmal. Ja, manche Leute sollten einfach nicht mit Feuer spielen. Ist gleich fertig. Habe ich gestern Julia gesehen. Ja, fertig. Julia rettet mich. Julia hat mich gerettet. Ja. So. Was mache ich nun? Was ist das hier für ein komischer länglicher Schatten hier? Was ist das? Irgendjemand wird verrückt. Gut zu wissen. Noch nicht. Kann man die Kacke auch kochen? Nee. Wie hab ich denn das jetzt angestellt? Was denn? Ich hab gerade. Nein, ich hab gerade. So, ach, mit W! Ach, mit W und E! Ach so, da kann man da drehen. Ach, da schau einer an. Also ich werde nochmal angeln gehen, in der Hoffnung, dass er wieder... Ja, ich komme mal mit, Mina. Mach ich auch, ich gehe auch ins Wurmloch. Und irgendjemand könnte, wenn möglich, Traps mitnehmen und Spinnennetze einsammeln. Ich habe zwei Traps, drei Traps dabei. Ich habe drei Traps. Kann jemand gucken, da unten sind Spinnen auf dem Weg, das können wir vielleicht auf dem Rückweg machen. Ja. Seid ihr jetzt alle ins Loch, oder was? Ich bin im Loch, ich hole ein bisschen... Ich komme mit ins Loch. Was zum Düngen. Wo war das? Ich komme mal mit. Da oben. Oh, ne. Das Fischloch. Wenn ich es lebend hier durchschaffe. Ja, ich bin da. Schießt du da hin, dann geh ich runter. Das wäre schon wohin? Ich bin wieder Büffelkacke. Aber hier sind ganz viele Büffel. Nichts. Wo seid ihr denn? Seid ihr ins Wurmloch rein oder wie? Ja. Das sind ja Bäume. Oder jump ich jetzt auch mal rein. Alter, haben beim die Wurmloch kommst du dann in den Ich krieg das schwer nicht hin. Die haben ja einen ganz roten Hintern. Wo bist denn du? Die sind drollig. Jetzt benutzt man nicht solche Worte. Also. Was denn? Katze. Guck mal, ich jag dir Büffel durch die Gegend. Du jagst das denn jetzt angestellt?
So, fischen. Frischer Fisch. Aber wir müssen echt mal ein bisschen überlegen, was wir so an Ziele stecken wollen. Ja. Weil, also meine Zuschauer sind dezent verwirrt. Die sagen nur so, okay, also ihr redet durcheinander, du rennst sinnlos durch die Gegend. Was macht ihr da eigentlich? Wir versuchen uns zu organisieren, was schon schwer genug ist. Ja, genau das. Also ich hol mal Fische und ein bisschen Popo zum Düngen, damit wir mal irgendwas anbauen können. Alter, hast du das gesehen hier, dieser Büffel, was? Der war aggro auf den Schmetterling. Ich glaube, man muss sich da wirklich alle Folgen parallel ansehen, um dann zu verstehen, was da gerade abgeht. Ja. Sonst, ja, paar haben also ich hol mal ganz viel Dünger mit, Alter, weil das brauchen wir sowieso. Uran-Utan. Ach, das ist Bayerwald. Oh, ich wäre fast ins Wasser gefallen. Ich hab schon wieder einen Gartenzwerg. Die Schweine, die habe ich fast ins Wasser gezogen. Ein Gartenzwerg. Also ich würde sagen, ich kümmere mich mal darum, ganz, ganz viele Pilze zu sammeln und ich mache dann heute Abend ganz viel Ratatouille. Oh ja. Also ich koche jetzt erstmal. Oh ja. Hol so viele Fische wie geht. Genau, und ich hol so viel Düngemittel und Büsche. Ich gucke mal, ob ich hier ein paar Viecher gefangen kriege. Nee, oder? Und ich fange an, einen Steinwald zu bauen. Oh, meine, oh Mist, schade, meine haben wir ja meine, kaputt, meine auch heute. Schon, meine auch schon. Ja, wollen wir da mal, ich sammle hier gerade mal ein paar, ich meine hier gerade mal ein bisschen was. Guck mal, ob ich zu den Spinnen runtergehe. Ich hoffe, ich habe noch genug Energie dafür. Wo war denn dieses Loch? Ich sammle gerade mal Flint, Rocks und Gold Nuggets ein. In Massen. Stimmt, genau. Es gibt ja hier eine Map. Gut. Da unten ist es. Ja, hier gibt es eine Map. Stell dir vor. Mushroom. Shrooms. Oh ja, hier gibt es ein großes Spinnennest. Das ist sehr, sehr gut. Hallo, Freunde. Oh, weg. Na komm. Nein, komm in die Falle, komm. Jetzt ist meine Pickaxe kaputt. Ich glaube, es hackt. Nee, Irrtum. Deine Pickaxe ist kaputt. Du kannst nicht mehr hacken. Das gar nicht. Oh Mann. Jetzt habe ich einen neuen gebaut. Haben wir eigentlich unseren Biber noch? Bayer, bist du noch ein Biber? Ja, bin ich noch. Boah, krass. Er ist hier gerade an mir vorbeigelatscht. Ja, da müssen wir ins Wurmloch. Da sind genügend Holz. Da muss ich da mal rausziehen. Boah, da ist heftig, ja. Asche brauchen wir auch noch, oder? Nicht mehr. Was kann ich? Oh, ich muss was essen. Oh, oh. Spinnenmutti hat sich gerade Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Spinnenmutti. Da wird jetzt gleich jemand gefressen. Doch, glaube ich, bescheuert im Kreis. Aber ich hätte gern meine Traps. Totes okay, Mina. Scheiß auf die Traps. Die werden ja Gott sei Dank in der Karte angezeigt. Also ich habe auf alle Fälle sehr viele Pilze schon. Also das wird einiges. Wo ist meine Schaufel? Also ich habe zwei Pilze. Ich versuche mal hier das Ding zu kriegen, diesen Tumbleweed. Der ist dafür zu schnell. Sei langsamer, Tumbleweed. Nee, wenn ja schon wieder dunkel hier. Ja, aber wir haben ja noch Zeit. Also okay, das ist mein Spinnchen. Set Trap. Und Trap. Musik. Ach, die Kaninchenhöhlen sind jetzt offen. Sind die offen? Sind jetzt offen? Hierher, Spinnchen, Spinnchen, Spinnchen. Oh Gott, kommt sei her. Dank. Oder? Hierher, Spinnchen, Spinnchen. Ja, nee, doch, nee, doch, sorry. Kommt schon, Spinnchen. Nummer 1 gefangen, okay? Spinnchen. Guck mal, ich sag doch, was machst du denn mit den Spinnen? Fange ich für ein Vieh. Ah. Feuerwald. Hier gebe ich gleich Vieh. Komm schon, kleine Spinne, komm schon. Komm, du. Ich werde gleich mal deinen Holzkopf bearbeiten, du Nuss. Nein, willst du nicht. Hier hin. Hier ist die Falle. Was ist denn das für eine Falle? Komm mal her. Komm schon. Nein, meine Schaufel. Gefangen. Neue Schaufel machen. Na, du sollst es nicht droppen, du sollst es pflanzen. So, Spinne, komm mal her. Hier bin ich, kleine Spinne. Und antwortet sie dir, Andrine? Ja, sie kommen so ganz langsam, aber sicher kommen sie hier angelatscht. Na, sehr gut. Ja. So, aber sie sind gerade ein bisschen zögerlich. Guck mal, gerade Platz für weitere Büsche. Hier ist Platz für Büsche. Boah, Kugel, erschreckt mich nicht. Geh doch weg. So, Spinne, komm mal her. So. Hier bin ich. Oh, ich habe auch was zu essen. Schiss, kann ich... Okay. Nicht so viel, ich brauch den auch noch. Du siehst aus wie eine Lehrerin. Ja. Verhunger halt. Ich gehe mal zurück, ich brauche nämlich dringend was zu essen. Ah, oh, hier sind auch Beeren, Gott sei Dank. Ja. Ich war gerade schon am Kopf. Denn aktuell jemand den Kopf essen? Ja, ist okay. Oh. Was können wir denn hier? Ah, Food. Eine Basic Farm, Prototyp bauen. Ja, machen wir doch mal. Boah, es ist gleich finster. Ich glaube, ich sollte mal nach Hause. Ja, ich gehe auch mal nach Hause. Ich glaube, ich gehe gleich mal sterben. Oh, ich soll Holz essen. Ich guck
Ist halt jetzt scheiße, dass wir wieder nur einen Kochtopf schon mal haben. Ne? Ja. Kann mal jemand noch einen zweiten Kochtopf bauen? Was kann man denn hier an der Basic Farm? Keine Ahnung, wie man den baut. Ich guck mal, ob ich den finde und schaue ich mal, ob ich den bauen kann. Ich glaube, wir brauchen noch zwei Kohle dafür. Achso, ihr könnt Seeds da reinmachen in die Farm. Dann wächst da was. Ja, Seeds habe ich. Ich habe 5 Seeds. Ja, ich habe hier überhalb vom Wurmloch steht jetzt eine Basic Farm. Das ist sehr schön, da können wir ganz viele von machen. Ja, jetzt schmeißt er mir die Seeds da einfach hin, der Trottel. Dann nimmst du halt. Ich hab mich verlaufen. Fuck. Bist du fertig? Ich hab mich verlaufen. Ja, fuck. 3 Steine, ein paar Äste das und Monsterfleisch lege ich immer hin zum Vergammeln. 6 Kohle braucht man dafür. Ich hab mich verlaufen. Hier aus. 4 Kohle. Ich brauche noch 2 Kohle. Wo ist denn hin? Da ist unsere. Da ist. Ach du Scheiße. Hat irgendwer noch Kohle einstecken? Hier ist noch Kohle in der Kiste. Die habe ich gerade genommen. 2 brauche ich noch. Dann gehen wir nachher was anzünden. Fuck. Nee, wird schon wieder dunkel hier. Fackel. Ich hab eine Fackel da. Hier. Da muss ich lang. Okay, den Weg entlang. Oh Gott, ey. Ich hab mich die ganze Zeit verlaufen. Ja, warte, ich kann auch hier einfach, warte mal. Hier da so. Da kocht, oder? Ja. Hier so. Hier ist hell. Was ist jetzt passiert? Ich brenne. Hier so. So, ich koche mir meine Fische. Hier so. Und die können wir nachher anzünden, wenn die ein bisschen gewachsen sind. Mhm. So. Okay, jetzt noch Beeren. Ich weiß aber, also so viel zum Plan, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich über die nächsten 2 Tage kommen soll, ohne zu verhungern. Ja, ja, ich bin genauso dabei, Essen zu machen. Beim Wurmloch, also wenn du dort durchgehst, hast du noch einigermaßen viele Büsche vielleicht. Hilft das? Ich habe dich da gleich mal durch. Ich habe schon nochmal erreicht, die Büsche konnte ich schon nochmal düngen. Das heißt, es sollte schon mal ein bisschen was wachsen dann. Okay. Wurmloch, also sobald wir Kohle haben, baue ich noch einen Kochtopf und dann lege ich schon mal los und kann euch jede Menge Essen kochen. Ich hoffe, ihr mögt gerade. Oh Gott, was ist das hier? Ja. So was machst du gerade drumherum? Guck mal, ich zünde einfach mal die Bäume an. Vielleicht. Gibt verschiedene Rezepte. Ich habe auch mal irgendwelchen Scheiß reingeschmissen und es kam Ratatouille raus. Alles gut. Weil war bei mir auch gerade so. Ich brauche gerade noch irgendwie mal was zu essen. Ich habe die Büsche hier oben zufällig noch was. Ein bisschen Glück bringe ich Kohle mit. An, ernsthaft. Ich werde mal kurz zum Hamster. Jo, mach das. Oh Gott, ich werde gleich verrückt. Aber ich muss ins andere Ding, damit sich das rentiert. Ins Wurmloch springen ist immer schlecht für den Kopf. Echt? Ja. Nö, bei mir nicht. Und wir haben hier die Bäume angezündet. Ich habe die angezündet für Kohle. Ich habe andere angezündet. Ich wollte Hamster machen hier. Damit ich Julia welche mitbringen kann. Ja, ich habe mir hier auch 2 Bäume geschnappt, die ich angezündet habe. Der pflanzt genau mal da, Fuß. Wo ich die Mauer lang bauen will, Bäume an. Verbrennt mal schneller Bäume. Warum ist das hier gerade so dunkel geworden? Weiß ich nicht. Weil es regnet. Mal wieder. Ja, weil das einfach nur so plupp und da war es dunkel, obwohl es schon vorher geregnet hat. Okay, ich geh nochmal angeln. Ich muss nur noch Angel bauen. Jetzt eine Axt. Wir hatten da oben Pilz liegen gelassen. Da, wer will? Sammelt mal jemand hinter mir das Holz ein. Weiß nicht, wo du bist. Suche nach Essen. Job. Oh Gott sei Dank, Bären. Ach, habt ihr den, die da oben schon ein bisschen düngen können, oder wie? Ich hab jetzt eben erstmal das Monstermeat hingelegt zum Vergammeln. Damit kann man auch düngen. Oh, nice. Eine Puku habe ich gerade gefunden, die packe ich da gleich rein. So, ich habe jetzt auch genügend Kohle und sowas. Wo kann ich nochmal die Angel bauen? Wo war das? Jo, Kochtopf, ich komme. Ich glaube bei Survival. Da. Okay, ich baue meine Angel. Wie werde ich denn wieder normal? Dampf nochmal, ey. Wie werde ich Hammer, wieder normal? Na, ist die Angel. Mein Hammer. Ja, ist mein Hammer. So. Das ist jetzt meiner und ich koche jetzt einfach hier mal. Auf zack, die zack. Fresse gibt's. So. Guck. Dann räumen wir das mal hier weg. Ja, da kann ich gar nichts anpflanzen im Moment, okay. Ich glaube, wie es hier einfach ausschaut. Wir sollten hier echt mal aufräumen, ne? Ja, ich hab gerade einen auf Hamster gemacht. Ich glaube... Doch, Andrena, glaube ich, letztes Mal, ich bin auch schon gestorben. Ach, stimmt, ja. Ja, ich meine schon. Danke. Wer immer da hinter mir weg wollt. Ich belage jetzt mal kurz beide. Er leckt mich halt am Arsch hier, ey. Das ist doch...
Ja, oh, es leckt schon wieder. Was? Ja, stimmt, bei mir. Ich hatte auch Glück. Plötzlich war der Kochtopf zu. Ja, ich hab meine Axt wieder. Ja, ich muss zurück Essen kochen. Ja, ich bin auch gerade dabei. Also beide Töpfe sind gerade belegt. Ich hab Holz gemacht. Aber es ist halt echt schlecht, dass ich jetzt hier voll nass werde und so. Kann man denn keine Hütte bauen oder so? Ja. Doch. Hütte solltest du bauen können. Lass uns doch mal so ein Hütchen bauen. Achso, Hütchen. Ich hab verstanden. Hütte. Hütchen. Die Hütten sind nur für die Schweine. Ihr könnt da nicht rein. Also nicht, dass ich wüsste. Aber man sieht ja nicht, ja, da kann so nur das Hütchen rein. Ja, da mach ich mir gut. Nur das Vögelchen hätte reingekonnt, aber das habt ihr ja getötet. Hm? Soll das eine Anspielung jetzt sein? Ja. Scheiße! Ich werde hier von meinem Monster, vom schwarzen Monster angegriffen. Was kann man mit diesem Wooden Flooring machen? Also Blumen essen ist wirklich scheiße, tatsächlich ey. So. Es bringt mir nichts. Oh! Ist eine Blitzerblätter eingeschlagen. What the heck? Ich gehe da mal rüber zum Blitzerblätter. So, wie wär's denn jetzt mal mit einem Plan? Also, nein. Doch, wir brauchen ganz viele Farms. Ich habe da oben schon eine gebaut. Wie baut man eine Farm? Am besten die Improved Farm bei Foot. Dafür brauchen wir Gras, ja, davon haben wir essen. Viel. Ich bin tot, okay, vergiss es. Nein. Wie wär's, wenn zwei oder drei Leute am nächsten Tag einmal Popo sammeln gehen? Ja, ich komme mit. Ich bin momentan auch schon dabei, also ich hole schon einige jetzt. Und Steine, wobei wir haben viele Steine, dann können wir wenigstens 4-5 Farmen bauen, hoffentlich. 8 Popo habe ich schon. Hast du dich getroffen, für eine? Matze? Nein. Oh, schade. Aber ich habe mein Regenschirm. Ich versuche mein Zeug loszuwerden hier. Auf aber ich habe Hunger, ich bin hier am Verhungern. Leute, ich macht bin auch mal was. Verhungern. Ja, dann komm her. Ich nicht, ich bin auch durchgedreht. Darf ich mir die nehmen? Ach so. Ja, kannst du. Mach auch was Neues rein. Aber. Ich hab auch Pilze. Ja, ich hab auch noch einen Pilz und einmal Beeren ja, habe ich. Ja, im rechten Topf ist Essen für dich. Danke. Bitte. Zwei gute Pilze und zwei Beeren. Gibt das Ratatouille? Keine Ahnung. Vermute. Ich hoffe nicht, dass es What the hell? Und tschüss. Also das Essen hat irgendwie nichts gebracht. Tschüss, Feuerwald. Nee, das hat nichts gebracht. Kommt drauf an, was du isst. Wir brauchen eigentlich Fleisch. Also um 8 sowas bringt Ratatouille. Also am besten, was ich jetzt gefunden habe, waren tatsächlich Beeren zu sammeln. Einfach nur 4 Beeren rein und Marmelade. Ja, das bringt am meisten, finde ich. Mit Fleisch. Ich sortiere gerade mal unsere Kisten. Ich habe dich nochmal gefüttert. Okay. Kisten sortieren. Nee, ich habe dich gefüttert gehabt. Hast du nicht gesehen, dass ich dein Lebensbalken verdattet habe? Nee, ich habe eben gerade etwas im Inventar geguckt. Mina, der hat dein Essen genommen. Hat noch einer Essen für mich? Achso, sonst hättest du jetzt wieder hingeschmissen. Nee. Ja, hier, die Töpfe hier kochen gerade, könnt ihr mal rausnehmen. Also ich hätte nichts gleich gegen noch was zu essen, ich baue aber gerade mal noch einen Crockpot. Ja, wer möchte meine Barthaben haben? Da. Nee, danke. Die muss jetzt gerade nicht so unbedingt sein. Kann sich aber auch anstrengen. Ja, ein bisschen. So, Barthaben kann man was ganz Schönes essen. Okay, ich esse mal das Ratatouille, dankeschön. So, was ist denn hier los? Wo kommen denn die Büsche hier was unten? Was passiert, wenn ich hier... Boah. Ah, die Büsche sind doch eigentlich... Ach, das war die alte Karte. Der Regenschirm bringt gar nichts. Ja, der Regenschirm bringt auch nichts. Ich bin 100% nass. Jo. Das heißt, du frierst gleich. Stelle hin. Hi. Nein, tue ich nicht. Doch. Wird dunkel. Hallo. So, wer möchte mit Popo sammeln kommen? Ich. Ich nicht, ich brauche aber noch Steine, damit ich die Mauer weiterbaue. Ich möchte mitkommen. Ich werde aber hauptsächlich Essen sammeln in der Zeit. Ich habe auch schon 8 Popo. Wo waren denn die Puffels? Im Wurmloch. Durchs Wurmloch rechts. Ah, super. Das könnte bedeuten, dass ich sehr, sehr verrückt werde, aber mal gucken, was passiert. Beim Popo? Oh nein. Ja? Böse Hand kommt. Oh Gott, mal ja, wieder. Bestimmt. Aua, aua. Aua, das Blondinchen. Geh weg. Danke. Oh Gott, ich bin auch gleich tot. Schau, Mina. Ich bin auch gleich tot. Oh, überall hört man was. Aua. Oh Gott, jetzt kommen die Pfoten auch noch. Pfote, weg mit dir. Mich haut hier auch so ein Vögel. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet.
Ja, ich sterbe auch mal kurz, weil die geistige Gesundheit bei mir ist gerade so im Eimer. Was macht ihr da eigentlich? Keine Chance, ey. Verrückt werden. Ja, aber verrückt. Komplett. Verrückt. Ich bin schon wieder die Leichen hier drin, das ist ja furchtbar. Ja. Okay, ab durchs Wohnloch. Ja, warte, ich brauche noch ein paar Minuten. Also 8 Popo habe ich. Ich brauche kurz Steine, dann kann ich schon eine Improved Farm machen. Deine sind in den Kisten. Ja, okay. Bediene dich. Ich habe eine Melone geerntet. Aber ich bleib hier hinten, das ist schlecht. Eigentlich kann ich gar nicht mitgehen mit dir, weil ich sterb dir jetzt, weil ich bin total nass. Nein, oh. Also ich vermute, dass ich jetzt demnächst sterbe. Aber kann es sein, dass unsere Bärenbüsche hier nicht wachsen? Aber ich glaube, nass macht nur verrückt. Ich komme hier an meinen scheiß Speer ran. Ja, plötzlich hieß es dann immer so, boah, ich erfriere und so. Ach ja, das ist dann dumm. Seid ihr immer noch rollig? Sag mal, seid ihr... Oh ja, ihr seid immer noch rollig. Sehr ungünstig des Todes, ihr könntet das mal lassen. Nee, Hammer. Was ist das? Ich krieg meinen scheiß Speer nicht wieder. Hörst du mal auf, deine blöden Bäume hier anzupflanzen, wo ich meine Mauer bauen will? Er verfolgt mich. Mann. Kann man die Kakteen irgendwie abernten, ohne dass man sich wehtut? Ich geh mal ins Wunder. Mit der Axt, glaube ich, ja. Mit der Axt? Geh ich das gleich mal. Ah, das ist ein Pilz. Okay, jetzt nach rechts. Lalalala. Nee, das geht nicht. Okay, hier sind... Oh, ein toter Schmetterling. Oh, 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 oh. Nee, also scheinbar kann man die wirklich nur so abbauen. Wie es halt dann wehtut und so. Das ist sehr schade. Ballerina. Ich hab einen Pupu, hab ich einsammeln können. Mach mal aber weiter mit Essen sammeln und so, bis das war. Genau. Da ein bisschen mehr. Aua. Danger. Auch, was ich auf dem Weg finde, nehme ich mit. Ist hier voll am Limit. Ja. Aber es wäre halt schön, wenn es bald mal wieder zu regnen aufhören würde. Ja. Ja. Ist ja wie im Norden hier. Da ist noch ein Merkenfisch. Pupu. Zwei Pupus habe ich. Nice. Ich hab sechs. Diese Red Mushrooms kann man auch einsammeln, oder? Ja. Für Essen. Ja. Kann es sein, dass die Büsche. Wie war das nochmal, dass ich hier die Welt drehen kann? Kamera. Mhm. Nein, ah, sehr schön. Buffel, geh weg. Geh weg, Buffel, ich hab dir nichts getan. Geh weg. Die Büsche wachsen nicht. Wir haben keine Beeren auf dem gelben Hintergrund. Weil die ja noch nicht gedüngt sind. Die sind trocken. Ja, aber meinst du, dass die vielleicht auf dem roten besser wachsen? Auf dem grünen. Ja, halt den Baum nee. Das spielt keine Rolle, soweit ich das weiß. Ja, also genau. Die sind schon grün hier, die. Da unten. Ein Kochtopf. Da habe ich doch die Melone rein, genau. Da mache ich jetzt noch. Oh, ja. Das ist eine Melone? Oh Gott. Kochen. Cool. Mina, boah, mein Hirn ist echt schon ziemlich schlecht. Warte. Warte, wo zum Geier? Oh, weit weg oben. Ich könnte wie mal wieder langsam denn runterkommen. Mit meinem Hirn jetzt, ich überlege gerade so das Wurmloch. Da ist das Wurmloch, okay. Das funktioniert aber irgendwie nicht mit Blumen essen. Ich habe jetzt 5 Pupus. Ja, es dauert. Also, ist mal einer, schon der einiges Platz essen. Im Inventar hat und mal hier die... Büsche, die ich gerade ausgrabe, wieder woanders einpflanzen kann. Wirklich nicht da, wo ich meine Mauer ein. Lass doch mal die Leute ausreden! Ich werd schon wieder verrückt. Hilfe. Mann. Ich hab Büsche. Blödsinn, ich hab Platz. Julia, wolltest du was sagen? Nein. Wo sind denn die? Hier. Ich hab hier was gemacht. Was ist es? Was soll man denn die pflanzen? Wo es grün ist? Aber Blumen sammeln macht das Hirn gut. Bestimmt wirklich. Man sieht es nicht, aber man merkt, dass der Balken plötzlich weiter nach oben. Vielleicht musst du gar nicht essen, sondern nur sammeln. Nein, schon wieder falsch. Was ich denn Blumen? Nee, musst du sammeln. Musst du sammeln. Also ich habe jetzt viele Blumen gesammelt und bin wieder ein halbes Hirn. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Muss ich auch mal machen, weil bei mir ist es gerade auch so ein bisschen mehr. Also Blumen sammeln ist gut fürs Hirn. Blumen essen gibt Vitalität wieder. So ich sterbe. Ich sterbe schon wieder. La 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 la. Was ist da los? Nix. Hallo lieber Regengott, wir waren auch alle lieb. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Oh, ich habe einen Kanickel ausgegraben, da läuft es. Ja, ich seh's. Außer Natze, der nicht. Weißt du, mein Hirn ist noch in Topform. So. Deins war noch nie in Ordnung. Aber lieb warst du nicht. Du hast den Vogel gegessen. Weißt, dass es normalerweise orange gefüllt ist und nicht grau, ne? Ja, ja. Bei mir ist es noch Hälfte.
Weißt du, es hilft? Es wird dunkel. Oh, es wird mach mal Feuer an. Mein Gott. Nein. Hier und hier läuft ein Karnickel rum. Das hat noch immer noch keiner getötet. Das fällt in die. Wo ist das Karnickel? Da bin ich echt den ganzen Tag unterwegs, nur um hier. Schäfte. Es ist in der Pfanne drin. Andrina, mach die Pfanne leer hier. Ja, mach ich. Viele Leute durchzufüttern ist schwer. Ja, wir haben einen Karnickel. Ich kann es töten. Soll ich es töten? Sechs Leute. Ich kann es ermorden. Ja, jetzt haben es die meisten nur wirklich zu zweit probiert, gell? Gut, ich ermorde es mal. Hey. Boah, jetzt auf dich hier anzugreifen, bescheuertes Bienenviech gibt uns Ding. Schleicht die weg, boah, jetzt. Muss ich noch was dazu packen, dass ich es kochen kann? Aua, nicht schon wieder. Ja, pack rein, ich hab hier noch einen Pilz und einmal Beeren. Ich hab jetzt Pilze reingetan. Ja, ich pack noch einen Pilz rein und pack du das Karnickel rein. Karnickel ist drin. Will nicht schon wieder sterben. Aber nicht in dem Topf. Die werden schon wieder verrückt. Ja, wegen dem Wurmloch auch, ne? Mal was kochen hier. Ich muss auch mal was kochen. Funktioniert nicht. Ich will da nichts kochen. Oh je, hab ich das Heimschaffen. Ein Haus über dem Feuer, ein Haus über dem Feuer. Oh, nicht schon wieder. Das ist doch furchtbar. Jetzt hab ich wieder ein Skelett hinterlassen. Ja, was macht das denn? Aber irgendwie kocht das nicht. Also ich kann nicht auf Kochen drücken. Dann hast du was, dann hast du ein Rezept da reingepackt, was es nicht gibt, was nicht möglich ist. Jetzt geht's, jetzt geht's. Leute? Ja? Es hat zu regnen aufgehört. Juhu! Ja, deswegen bin ich trotzdem gleich verhungert. Wie lange geht die Folge eigentlich noch? Ja, die ist eigentlich schon seit 6 Minuten zu Ende. Das ist ja gut. Oh. Wer hat hier oben seinen Speer vergessen? Ach, keine Ahnung. Meatballs, komm. Oh je, ich muss mir gleich eine Fackel machen. Kann ich mir eine Fackel machen? Lecker. Ja, kann ich. Kann dir auch eine geben. Oh, ich bin satt. Haben wir hier noch was zu essen? Hier noch was zu essen drin? So. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir bis dahin verhungert sind. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.